Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Faber-Let's Plays. Wir haben vor den radikalen... War wohl doch nichts. Nee, ich hab nichts gehört. Den radikalen und, wie nennt man das? Aufwieglerischen, hetzerischen, gewaltsähenden neuen Beichtvater zu stürzen, auszutauschen. Beziehungsweise, ich hatte meine Bedenken, aber ich habe eingewilligt, weil er ist ein fucking Arschloch. Ist einfach so, mein Gott. Was soll man lang drumherum reden? Wollte ich nicht hier irgendein Werkzeug holen, um das zu reparieren? War da nicht was? Ich hatte doch hier drin auch so viele Sidequests, habe ich bestimmt ein paar erledigt. Ich darf meinen Glauben nie verlieren. Niemals. Ich war auch noch nie da unten. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein will in diese glühende Suppe. Aber ich muss es mir natürlich mal anschauen. Entschuldigung. Ja? Ich meine, gepriesen sei Ad... Moment. Du bist der neue Konvertit. Hast du zufällig Bruder Devin gesehen? Kränklicher Typ, betet allein. Klar, ich habe Devin gesehen. Warum fragst du? Bruder Devin fastet schon eine ganze Weile. Kein Essen... Nur verstrahltes Wasser. So wartet er auf ein Zeichen von Atom. Die meisten würden sagen, dass es bewundernswert ist, sich Atom so anzuvertrauen. Was meinst du? Warum? Was denkst du? Ich habe meine Meinung. Im Moment interessiert mich aber deine. Was denkst du über sein Fasten? Ich... Sag dir nicht meine echte Meinung, das könnte deinen Glauben beleidigen. Ich meine, es ist seine Entscheidung. Wieso sollten wir uns einmischen? Das sagt sich so leicht, aber... Also ich und Devin, wir wurden nicht mit Atoms Segen wie all die anderen geboren. Strahlung schadet uns. Jetzt glaubt Devin, dass Atom ihm eine Offenbarung oder sowas schickt, wenn er fastet und Medizin ablehnt, bis er stirbt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber auf mich hört er nicht mehr. Und alle anderen denken, dass ein Fasten eine super Idee ist. Wir kennen uns nicht, aber wenn du ihn dazu bringst, aufzuhören, schulde ich dir was. Hab Strahlungsmedizin, die könntest du haben. Und ein Rezept. Echt praktisch für Leute wie uns. Was meinst du? Redest du mal mit ihm? Okay, klar. Ich rede mit ihm. Oh, danke. Aber... Mach bitte schnell, ja? Er sieht langsam übel aus. Ach, Valentine ist mir schon lieber als Begleiter. Er findet das immer toll, wenn ich nett zu Leuten bin. Ich schätze mal, dass du Devin bist, oder? Ob du mich hören kannst. Heiliger Atom von diesem Ort. Bist du es? Oh, Heiliger! Oh, tut mir leid, Schwester. Ich dachte, du wärst... Ach, vergiss es. Was gibt's? Du siehst scheiße aus. Du brauchst ein neues Hobby, ja. Hast du einfach hier rumgesessen? Du brauchst echt ein neues Hobby. Ich sehe wohl echt übel aus. Aber ich muss bleiben. Mir ist Atom erschienen und ich muss ihm gehorchen. Ah, Mann. Atom kam zu dir? Was hast du gesehen? Meine Erlösung. Jet war viele Jahre lang mein Leben. Eines Tages war ich im Wald und nahm mein Gift, als eine Kreatur aus dem Himmel zu mir hinabstieg. Ein grüner Hirsch, umgeben vom heiligen Leuchten. Er befahl mir, ich solle zum Nukleus zurückkehren, meine Sünden hinter mir lassen und mich Atom hingeben. Für meine Hingabe würde Atom noch einen Boten schicken, der mich für immer befreien wird. Und deshalb muss ich hier warten, Schwester. Ich kann zum Glück super reden, ich kann perfekt reden, ich kann Leute von allem überzeugen. Und auch wenn es eigentlich jetzt nicht meine
erste Option wäre, nehme ich jetzt natürlich, ich bin Atomsbote, einfach nur, weil ich es kann. Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin Atomsbote und ich bin gekommen, um dich von deinen Fesseln zu befreien. Puh, puh. So, und das bleibt unter uns, okay? Du bist der Bote? Die Fesseln? Fort? Ist es so? Oh, danke. Danke, euer Leuchten. Und keine Sorge, Bote. Dein Geheimnis ist sicher bei mir. Oh, bei Atom. Danke. Ich kann es kaum glauben. Sein Bote. Ja, das hat mir auch gefallen, Valentine. Du hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Ist besser als das, wo ich herkomme. Vor meiner Zeit in der Familie war ich Fallensteller. War mit ein paar üblen Typen im Nebel unterwegs. Konnten gerade so überleben. Ich hatte ein Messer unterm Kissen, damit mir nachts niemand das Essen klaut. Aber eines Tages stießen wir bei der Jagd auf den hohen Beichtvater Tektes und seine Leute. Wir umzingelten sie und nahmen sie gefangen. Dachten, wir könnten sie gegen etwas Essen und Munition eintauschen. Ich musste sie bewachen und ich kam mit dem hohen Beichtvater ins Gespräch. Du kannst dir vermutlich denken, was dann passiert ist. Ach, der kommt mir wie ein intelligenter und netter Kerl vor. Wie landet der erst bei den Fallenstellern und dann bei so einer radikalen Sekte, die jetzt irgendwie den Heiligen Krieg führen will? Schade. Du hast die Fallensteller angegriffen? Mhm. Der Beichtvater begann mir vom Leben im Nukleus zu erzählen. Vom Leben mit Atom. 3 Mahlzeiten am Tag. Keine Angst, im Schlaf gefressen zu werden. Die Strahlung war gar nicht so schlimm. Außerdem hatte ich mein Gebräu dafür. Es war eine ziemlich leichte Entscheidung. Ich habe den Kindern geholfen, die Fallensteller zu erledigen und habe hier ein neues Leben angefangen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr, aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Ich tauche immer überall auf und helfe allen. Das hat nichts mit Atom zu tun. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts. Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Gibt's sonst noch was? Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. So. Genau, die Händlerin. Mai. Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Ich hab endlich den Regulator aus der Wim-Pop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Moment, verstrahltes Wasser? Das habe ich anders verstanden. Aber okay. Du hast also nur die Dekontaminierungsfilter umgangen? Also, wenn du es mit dem Vereinfachen auf die Spitze treiben willst, ja, genau. Ich musste für meine Reparatur etwas improvisieren. Aber solange es funktioniert, sollte die Strahlung bestehen bleiben. Dann würdest du es also zu Ende bringen? Könnte man die Umgehung aufheben? Genau, theoretisch, wenn meine Konstruktion versagt. Was sein kann. Aber das würde ein paar nasse, verärgerte Kinder des Atoms bedeuten. Aber wir wissen erst Bescheid, wenn dieser Regulator eingebaut ist. Also, kümmere dich doch um dieses verlorene Teil.
Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Der radikale Bekehrung. Cool. Wir werden gespalten, bevor Schwester Mai ihre Arbeit an den Dekontaminierungsbögen abschließt. Sudala. Solche Maschinen trennen uns nur von Atoms gesegnetem Leuchten. Alte Klappe. Wenn sie beeindruckend sind. Ah. Ich springe einfach mal da runter. Da liegen eh schon ein paar. Okay, mal schauen, was wir... Genau, das würde ich machen. Das System reparieren und aufheben, dass sie wirklich dekontaminieren. Das kriegen die doch eh nicht mit. Und dann sterben sie wenigstens nicht so schnell. Du montierst den Pumpe ohne Probleme mit dem Regulator. Kannst du mal die Überbrückung aufheben und deine eigene Innereien der Maschine anbringen. So dass niemand merkt, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das U-Boot im Wasser liegt, aber anscheinend nicht. Ist hier unten gar nicht so radioaktiv gewesen, wie ich dachte. Bin fast erstaunt. Ja, ich finde, also... Bitte der jetzt schon wieder? Habe ich dem nicht gesagt, er soll aufhören? Nee, ist ein anderer wahrscheinlich. Ein paar leuchtende Pilze nehmen wir mit. Moment. Ich muss gar nicht mit dir reden. Mit wem muss ich dann reden? Wo schickt mich der jetzt hin? Ach, wahrscheinlich zur Pumpe. Ich soll die mal aktivieren oder so, oder? Ja, genau. Ah, guck, die halt tatsächlich Radioaktivität. Mein radioaktiver Schaden ist weggegangen. Cool. Beichtvater Martin hat Fahrhaber immer wieder um Frieden gebeten. Jetzt ist er geflohen und wir stehen mit diesem Chaos allein da. Ah. Verzeihung? Gepriesen sei Atomschwester. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Eine Frau hat mich zu einem kleinen Schrein geführt. Der Großfanatiker meinte, sie wäre die Mutter des Nebels. Du? Hast die Mutter gesehen? Die Mutter des... Wie hast... Es steht uns wohl nicht zu, die Wege Atoms in Frage zu stellen. Wenn ich oder die anderen Fanatiker dir irgendwie dienen können, musst du es nur sagen. Hört auf, Krieg mit Fahrhaber zu führen. Was heißt denn Schwester Gwyneth, wenn ich das jetzt sage? Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden. Aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Ich finde Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Hatten wir den Dialog nicht schon? Wir haben doch die Mission schon angenommen, die zu suchen, oder?
Komisch. Verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber okay. Dann gehen wir mal ins U-Boot. Eine Chance, Atoms Wort anzunehmen. Jetzt ist es zu spät. Alte Klappe. Da du zurück bist, gehe ich davon aus, dass die Ketzerin erledigt ist, richtig? Halt du auch die Klappe. Haltet alle die Klappe. Die Kinder des Atoms. Ja, gut. Das heißt im Grunde, weil im dritten Teil kommen ja die das erste Mal vor. Da werden die im Grunde gegründet in Megaton. Das heißt quasi, Kanon ist, dass Megaton im dritten Teil nicht in die Luft gesprengt wurde, weil das ist ja eine Option. Du. Hallo, Beichtvater. Hoher Beichtvater. Fahaba hat wieder einen von uns erwischt. Ihr Untergang kann nicht früh genug kommen. Entschuldige, du wolltest etwas, oder? Würdest du mir ein paar Fragen beantworten? Wie könnte ich jemandem etwas abschlagen, der so viel für unsere Familie getan hat? Was willst du wissen? Im Moment war sonst nichts. Atom sei mit dir. Entschuldigung, hoher Beichtvater? Atoms liebstes Kind ehrt mich mit seiner Anwesenheit. Was kann ich für dich tun? Ich würde der Familie gerne helfen. Kann ich irgendwas tun? Voller Eifer. Es gibt da ein Mitglied in unserer Mitte, das ich schon länger verdächtige. Meine eigenen Nachforschungen waren ergebnislos. Aber du bist neu hier. Das macht es dir leichter, die Wahrheit herauszufinden. Ich möchte, dass du Nachforschungen zu dieser Person anstellst. Solltest du Beweise für Ketzerei oder Illoyalität finden, bring sie sofort zu mir. Zeige, dass man dir trauen kann. Und du wirst belohnt werden. Wonach genau soll ich suchen? Handfeste Beweise für jegliche Intrigen gegen mich oder die Familie. Oder Respektlosigkeit gegenüber Atom. Solche Vergehen dürfen nicht zugelassen werden. Ist so gut wie erledigt. Wunderbar. Bring alles, was du herausfindest, direkt zu mir. Hier, die fragliche Person. Du musst sehr gründlich vorgehen. Ha, ich wollte ihn jetzt eigentlich quasi weglocken irgendwie, aber... Weil ich will ihm weder über die Tobmann-Schaltung noch über die Startcodes irgendwas verraten. Entschuldigung, hoher Beichtvater? Gepriesen sei Atom, mein Kind. Brauchst du etwas? Wobei ich ihm natürlich vielleicht zumindest mit der Tobmann-Schaltung weglocken könnte. Aber nee, lieber nicht. Und ich werde auch niemanden verpetzen. Was soll denn der Scheiß? Abschussterminal aktivieren. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Wenn du ein Licht durch den Nebel schweben siehst, lauf weg. Der Angler hat dich bestimmt schon gesehen. Okay, ich muss mal kurz die Quests durchgehen, damit wir die... Lies die Notiz des Hohen Beichtvaters. Sammel die Panzer. Können wir auch machen. Das machen wir... um den Nukleus zu zerstören. Das machen wir nicht. Mal schauen. Nee. Genau, das sind die anderen. Und das Sonstiges, was haben wir hier noch? Nee. Haben wir auch nichts. Okay. Dann habe ich die eine mal ausgeschaltet.
Und jetzt wird mir das hier nicht mehr als Missionsziel angezeigt. Das ist schon besser. Das hätte mich nur verwirrt. Und dann zerstöre ich wieder irgendwie Fahrhaber aus Versehen, ohne dass ich es will. Oder in dem Fall den Nukleus. Weil ich meine, hier leben, glaube ich, unter anderem normale, anständige Leute, die ein bisschen einen Tick haben mit ihrem komischen Glauben. Und die muss man nicht unbedingt in die Luft sprengen, nur weil der Atoms über Schwester Gwyneth gerichtet. Kerl da drin bescheuert ist. So, jetzt würde ich gern. Gepriesen sei Atom. Aber wird mir nichts angezeigt. Ich würde nämlich eigentlich gern die Person warnen. Wir sollten von ihr verschwinden. Hinter der höhere Beichtvater, der hohe Beichtvater her ist. Aber das geht wohl nicht so einfach. Aber ich nehme mal hier das Essen und die Nuka-Cola mit. So. Gut, dann haben wir hier jetzt gerade anscheinend nichts zu tun. Mich würde ja wirklich diese Ketzerin unter Anführungsstrichen interessieren. Die würde ich mir gern mal anschauen. Da müssen wir hier die heiligen Orte untersuchen. Was haben wir hier unten? Wird mir wieder nicht angezeigt, was das ist. Schade. Genau, die Bänder können wir ihm auf jeden Fall geben. Ah, die Bänder braucht er ja für den Doppelgänger. Wahrscheinlich muss ich sowieso erst das machen, bevor ich den weglocken kann. Aber ich würde sagen, wir untersuchen jetzt erstmal die heiligen Orte nach dieser Ketzerin. Der alte Roboter im Observatorium hat Far Harbor geholfen. Ketzer. Ach so, der alte Roboter. Ich verstehe, den meinen Dima. Okay. So, es spitzt sich schon langsam zu. Jetzt habe ich schon langsam alles ausgelotet. Jetzt geht's auf dem Finale hinaus. Ich könnte jetzt schon Far Harbor die Verteidigung ausschalten. Lass dich leiten von und den Nukleus zerstören. So, ich würde sagen, hier beenden wir diese Folge mal und beim nächsten Mal untersuchen wir die heiligen Orte. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.